Unter dem Motto Kulturen im Tal fiel heute der Startschuss für den Wuppertaler Rosensonntagszug in Elberfeld. Um Punkt 14.11 Uhr zogen die Wuppertaler Jecken mit jeder Menge Kamelle im Gepäck Richtung Oberbarm. Zum zweiten Mal fuhr der Zug vom Aufstellungsort Hofkamp los und nicht wie sonst von der Berliner Straße. Die Zugstrecke verlief über die Friedrich-Engels-Allee, vorbei am Polizeipräsidium bis zur Einmündung Brandströmstraße. Mehr als 20 Gruppen waren dabei, unter ihnen zum Beispiel die Grundschule Marienstraße. Mit von der Partie waren natürlich auch das Wuppertaler Prinzenpaar Ernst II. Und Heike II. Sowie das Kinderprinzenpaar Jan und Annalena. Knapp 2 Stunden dauerte der Zug von Elberfeld nach Barmen. Und das Wetter meinte es gut mit den Wuppertaler Karnevalisten. Zwar lagen die Temperaturen bei nur knapp 10 Grad, dafür aber zeigte sich die Sonne fast die ganze Zeit.